Jetzt ist sie gelandet, die siebte 777 in der Lufthansa Cargo Flotte, die zweite in der neuen Livery. Und mit an Bord war der Accountable Manager der Lufthansa Cargo, des Flugbetriebs der Lufthansa Cargo, Klaus Richter. Schönen guten Tag erstmal. Schönen guten Tag. Ich habe es gesagt, Sie sind gelandet, auch ganz wortwörtlich, denn Sie waren Pilot heute. Vielleicht können Sie mal beschreiben, wie war denn der Flug? Der Flug war ereignungslos. Wir haben einen ruhigen Flug gehabt. War sehr schön, dass wir ein Polarlicht gesehen haben, in ganz großer Ausprägung. Ansonsten aber ein Standardflug, der keine Besonderheiten hatte. Was macht die 777 denn besonders, wenn man sie zum ersten Mal einfliegen darf? Also erstmal ist es natürlich ein neues Flugzeug und es wirkt auch fabrikneu, es riecht noch ganz neu. Nichts ist in irgendeiner Form verkratzt oder in irgendeiner Form gebraucht. Insofern ist es ein wunderbares Flugzeug. Man hat das Gefühl, das Flugzeug hat darauf gewartet, endlich in Dienst gestellt zu werden. Da freut man sich als Pilot natürlich, aber in Ihrer Rolle als Accountable Manager der Lufthansa Cargo für den Flugbetrieb, da waren Sie ja auch in den Kaufprozess mit eingebunden. Vielleicht können Sie mal ein bisschen beschreiben, wie früh waren Sie eingebunden und wie waren da so Ihre Funktionen? Als der Vorstand sich entschieden hat, auch weitere Flugzeuge 777 zu kaufen für die Lufthansa Cargo, war es natürlich eine entscheidende Frage, in welchem unserer Flugbetriebe wird dieses Flugzeug dann eingesetzt werden. Entweder bei der Aerologic oder hier bei uns in der Lufthansa Cargo. Und in diesem Entscheidungsprozess war ich mit involviert. Es ging darum, wo sind die Kosten günstiger, haben wir Gleichheit, Parität in den Kosten, und am Ende des Tages haben wir entschieden, dieses Flugzeug hier bei der Lufthansa Cargo in Dienst zu stellen. Jetzt hat man natürlich nicht nur die 777 zur Auswahl, am Ende hat man sich aber für dieses Flugzeug entschieden. Was macht die 777 als Frachtflugzeug so besonders? Im Moment ist es das Flugzeug, was am besten als Frachtflugzeug unterwegs ist. Die Alternative, eine größere Maschine wie die 747-800, hat zwar bei gleicher Auslastung prozentual auch die gleichen Kosten pro Tonnenkilometer, aber dort ist das Auslastungsrisiko einfach deutlich höher. Und auf der anderen Seite, die 330 von Airbus ist einfach zu klein und hat die Reichweite nicht. Insofern gibt es keine Konkurrenz im Moment für uns, für dieses Flugzeug. Also könnte man beschreiben als die perfekte Mischung vielleicht? Im Moment die perfekte Mischung, richtig. Vielen Dank für das Interview. Klaus Richter war das. Herzlichen Dank.